Meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von BeamNG Drive hier auf dem wunderschönen Kanal. Heute nach dem Training machen wir jetzt Stencil Construction, Desconstruction, so Part 1, a Montation of Destruction, wir starten einfach mal. BeamNG Drive, Stencil's Destruction. 1. Cloth this tensions. Discourage this jump off anywhere. Okay. Also sie sollen ein Fahrzeug zustellen. Dann kriegen wir 300 Punkte. Und dann müssen wir hier runterspringen. Und je weiter wir kommen, desto besser ist es. Okay. Starten. So, ein bisschen leiser mache ich das doch schon, das Ganze. Oh, sieht nie so gut aus. Doch, wir kommen recht gut. Also der Wagen ist schon mal zerstört, da bin ich mir relativ sicher. Ein bisschen aber nur. Das ist natürlich die Frage, wie die andere Punktzahl ist. Alter, den hat's richtig zerflickt. Kann man hier irgendwie überspringen? Senseless. Ja. Ja, wir machen next. So, hier haben wir jetzt unser neues Fahrzeug. Der blaue ist es wohl. Achso, wir müssen jetzt das Rennen besiegen. Okay, ich glaube, tut mir echt wegen dem Hund im Hintergrund. So, jetzt kommt ein Rennen. Was? Der fängt ja an zu brennen. Ach du Heilige. Ja, also echt wäre ich jetzt nicht gerne drin gewesen. Oh, hier gibt es Minuspunkte. Hier gibt es ja Minuspunkte. Ne, dann müssen wir mal, nochmal ready machen. Also, er wird explodieren. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir keinen Schaden bekommen. Der wird 100%ig explodieren. Da explodiert er und wir haben doch Schaden bekommen. Das zählt jetzt aber nicht noch mit rein, oder? 115 Schaden minus. Ja, damit kann man eigentlich leben. Ja, damit mache ich weiter. So, nächstes Rennen oder nächste Sache. Die Brücke. Nummer 3. Okay, schönes Fahrzeug. Wir müssen bestimmt schnell genug Zephyr sein. Also wir müssen die andere Seite erreichen. Okay. Bin ich mal gespannt, was der Hindernis ist. Ach du heilige Maronit. Nein. Nein! Ah! Aua! Also ich bekomme jetzt bestimmt sehr, sehr viel Schaden abgezogen. Sehr viel Punkte abgezogen, das denke ich mir mal. Aber es ist ja sehr hoher Schaden. Aua. Ach nee, bloß die Distanz zählt. Ja, also das, wenn ich immer eine 2 habe, dann glaube ich, lasse ich das mal, weil eine 2 ist eigentlich recht gut. Eine 3 ist natürlich noch verbesserungswürdig. Das hier hätte man jetzt locker noch mehr schaffen können, wenn man einfach langsamer gefahren wäre. Cliffrang. Also wir müssen das Fahrzeug zerstören.
und das Fahrzeug und da runterfahren. Eigentlich nicht schwer dabei, oder? Alter, wie das klimpert. Ja, den hat es richtig zerbeult. Ah, den wird es auch nochmal richtig hart treffen, ne? Also Brian würde ich den überhaupt nicht mehr lassen. Vor allem den Roten. Der Rote ist ja eigentlich schon mörderisch kaputt. Und noch ins Wasser? Und noch Wasserschaden dazu. 200 Punkte gerade mal. Das müssen wir besser hinbekommen. Also so kann ich nicht weiterleben. Also wenn ich den so ein bisschen schräg erwische. Ich hoffe mal, es wird ein bisschen besser klappen. Ah, ich glaube nicht. Oh doch, ich glaube, das wird viel, viel besser. Doch, doch, das wird's. Also jedenfalls mehr Punkte als vor uns. Vor uns hat man 200. Guck mal, er ist ja so richtig verdammt ver... Okay. Ich weiß nicht, wie ich hier noch mehr Schaden machen soll. Das geht einfach nicht. Nein. So, es ist... Ich weiß nicht, was das heißt. Also da muss man durchfahren. Hier müssen wir jumpen, da müssen wir landen, da müssen wir jumpen. Dann... Boah, Macaroni. Oh, wie habe ich jetzt gerade die Sicht geändert? Wie habe ich denn die Sicht geändert? Hallo? Ah! Wie habe ich die Sicht geändert? Oh mein Gott, nein. Komm, das wird was. Das geht eigentlich noch besser. Die Punkte, ja, kann man eigentlich damit leben. Können, also Kanone. Controls. Feuer mit A, okay, was ist ein Feuer mit A? 1000 Punkte, wenn wir den zerstören. Oh mein Gott. Ready. Ist natürlich die Frage, wie stelle ich den hoch und runter? Mit Pfeiltasten oder mit Bild oder? Ich würde gerne ready machen. Oh. So, dann gucken wir mal. So, ja. Immer noch viel zu weit. Jetzt machen wir hinten ein kleines bisschen nach oben. Ja.
das wäre ganz gut gewesen. So, dann gucken wir mal. Oh, schon wieder zu hoch. Ich glaube, noch eine Sekunde muss ich. Ich würde sagen, eine Sekunde muss ich hoch. Und dann müsste es, glaube ich, hoffentlich klappen. Bin mal gespannt. Weil es ist ja recht schwer. Also, das ist jetzt wirklich, ohne zu lügen, mal wieder so eine Sache, wo ich mir denke, okay. Ich wollte nicht schießen. Dabei war es auch wohl die Feier. So, jetzt wird's aber was. Ich hab schon mal getroffen. Aber es würden nicht so viele Punkte jetzt gegeben haben. 100, 200. Weil er ist ja nie richtig zerstört. Komm, lass mich nie noch länger auf Folter spannen, ja. Oh. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel hat sich aufgehangen. Wir werden mal hier nochmal ready machen. So, dann gucken wir mal. Ja, komm, komm, zähle. Ey, der hat doch richtig gut getroffen. Komm, bitte. Ja, 600. Das ist echt gut. Das ist gut. Aber trotzdem noch... Oh nein. Ich bin damit zufrieden. Bin in diesem Level bin ich komplett zufrieden mit dem Punktzahl. Curl. Okay. Pest, 200 Punkte, 200 Punkte, 200 Punkte, 200 Punkte, 200, okay. Gut, ich würde mal sagen, das gucken wir uns im nächsten Video dann an. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt mir nochmal oben, wenn ich einen Daumen nach unten schreibt, wenn ihr kommt, darüber mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt euer Männerswort. Ciao, ciao.